Herr Büter, was sind die Neuheiten von FloraGard in diesem Jahr? Als Neuheiten für das Jahr 2014 nehmen wir den Trend Easy Gardening auf. Eine Blumenerde einfach leicht mit einer, ich nenne sie Hängemattenrezeptur, wo der Kunde den Dünger gleich mitgeliefert bekommt, ähnlich wie bei der schon lang erprobten Aktivpflanzenerde. Zudem haben wir im Bereich der Dekorrinden, Pinienrinden neu entwickelt und auf den Markt gebracht, um dort auch den dekorativen Bereich schöner und besser zu machen. Dazu den Tongranulat, ein spezielles Produkt für das Thema Beet, Balkon und Kübel, für eine bessere Drainage und für die Hydrokultur. Was ist denn das Besondere an FloraDur? Die FloraDur Gärtnererde ist ein Produkt, was wir speziell für das Fachgartencenter, für den gärtnerischen Endverkauf entwickelt haben. Es ist die Möglichkeit, dass sich auch diese Betriebe selbst individuell darstellen können. Vorne auf der Verpackung mit ihrem eigenen Logo, wie aber auch inhaltsmäßig mit ihrer eigenen Rezeptur in einer kleinen Losgröße, um auch diesen Gärtnern und dem gärtnerischen Endverkauf hier die Möglichkeit der Individualität zu bieten. Und was ist Aquaflora? Ja, das Aquaflora-Produkt ist eine Spezialität, was wir aus Südfrankreich schon lange erprobt haben. Dort ist das Thema des öffentlichen Grüns ein sehr großes Thema, um dort einfach Personalkosten, Bewässerung und den Pflanzen ein möglichst bestes Wachstum zu geben, gibt es dieses Produkt Aquaflora dort in Südfrankreich und wir haben es einfach in eine neue Verpackung gepackt mit unterschiedlichen Rezepturen in der Langzeitwirkung heraus, um auch hier das Thema öffentliches Grün, Stadtbegrünung besser, bekannter, einfacher zu machen. Welche Zielgruppe erschließen Sie denn mit der Bio-Tomaten- und Gemüseerde? Ja, mit der Bio-Tomaten-Gemüseerde wollen wir ganz klar den Trend der Selbstversorgung aufnehmen. Die Kunden, Endverbraucher wollen heute mehr und mehr dahin übergehen, ihr eigenes Gemüse und Tomaten und Gurken anzupflanzen. Und die Möglichkeit dieser Bio-Tomaten-Gemüseerde ist einfach, dass ich auch direkt in diesen Sack einpflanzen kann. Das heißt, ich brauche keinen Topf mehr und ich brauche auch kein Beet, sondern ich nehme den Sack und pflanze die Jungpflanze in diesen Sack. Richtig, das funktioniert einwandfrei. Wir haben es getestet in unseren Versuchsgewächshäusern. Es sind Löcher vorgesehen für eine Entwässerung und Sie können hier bodenunabhängig kultivieren.